Es ist eine ungewohnte Stimme, aber wenn man sie das erste Mal hört, denkt man sofort an einen knallharten Actionheld. Die Rede ist natürlich nicht von Kiefer Sutherland, der neue Snake-Sprecher ist, sondern es geht um Nino Kerl. Das war aber eine tolle Anmoderation. Der heute unser Gast ist und wir haben es ja euch ja angedroht, für die, die damals unser Metal Gear Solid 5 Game Watch gesehen haben, irgendwann nerden wir mal so ab und deswegen ist der Nino heute hier, ne? Ja, und ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist ja tatsächlich meine GameTube und Let's Play Premiere. Crazy. Ja, absolut. Bin auch so ein bisschen nervös, aber ich freue mich. Schön kuschelig habt ihr hier und danke schon mal im Vorfeld, dass ich ohne Hose spielen darf, beziehungsweise zuschauen darf. Den Nino kennt ihr natürlich von der GamePro oder von High Five und neuerdings auch von seinem ganz neuen Anime, Manga und J-Pop-Culture-Kanal Ninotaku TV. Kann man hier übrigens, wir machen jetzt hier so eine Annotation, das ist jetzt hier im Bild. Das ist das nächste große Ding mit diesen Annotations. Ich glaube auch, ich mir sagen lassen. Das wird toll. Ist gut, ja. Dieses Spiel steht international in der Kritik, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, dass es nur sehr kurz ist, spielt uns aber fett in die Hände, weil dann können wir das mal komplett spielen und abnerden. Ich würde sagen, wir nerden los, drücke die Optionstaste. Wir spielen es auf der PlayStation 4, gibt es auch für die PS3, für die Xbox 360 und die Xbox One und kostet 30 €, was ein bisschen happig ist, wenn man überlegt, dass man das Ding, wenn man was falsch macht, in 10 Minuten durchspielen kann. Kurz, aber dünn. Ja. So, diese Hintergrundinfo-Geschichte, das sind 11 Seiten Text, aber dafür habt ihr ja uns, das drücken wir euch unterwegs rein. So, es gibt das hier, jetzt kann ich hier nur Schwierigkeitsgrad auswählen, das ist mir aber egal, ich möchte das auf normal spielen. Die Mission beginnt und ab dafür. Ach nee, muss das jetzt wirklich? Och nö, also schön. Als die Welt noch in West und Ost unterteilt war, lief The Boss, Mutter der Spezialeinheit und Heldin des Zweiten Weltkriegs, zur Sowjetunion über. Ihr letzter Schüler, Naked Snake, tötete sie auf Befehl der US-Regierung, aber für The Boss war ihr Überlaufen nichts weiter als eine Finte. Sie wurde dazu gezwungen, sich selbst zu opfern, um einen Atomkrieg zu verhindern. Dies war ihre letzte Mission. The Boss benutzte Snake, um sicherzustellen, dass das Erbe der Philosophen, die unter der Kontrolle der Sowjetarmee stehenden, unglaublichen Militärmittel Amerika erreichen. Für diese herausragenden Leistungen wurde Snake der Titel Big Boss zugesprochen. Nachdem er sich von Amerika abgewandt hatte, begann Snake mit Hilfe von Kazuhira Miller, einem Mann, den er in einem Kriegsgebiet kennengelernt hatte, Soldaten zu rekrutieren. Im Jahr 1974 errichteten die beiden eine Geheimbasis. Das geht so schnell. In der Karibik. Ja. In der Zwischenzeit nutzte Major Zero, der Mann, der einst mit Snake die Spezialeinheit Fox aufgestellt hatte, das Erbe der Philosophen, um eine Geheimdienstorganisation Cypher zu erweitern und bis weit in die Vereinigten Staaten hinein vorzudringen. Ohne eigenes Militär wollte Zero sich wieder seinem Kameraden Snake anschließen und schickte seine Agentin Pars, um den Kontakt herzustellen. Pars versuchte, den lauffähigen Nuklearkampfpanzer Metal Gear Sieg zu stehlen, jedoch konnte Snake sie aufhalten. Aha. Das heißt, jetzt haben sie uns die ganze Geschichte weggedrückt. Ja. Das auch, Dankeschön, dass sie Metal Gear Solid 5 gespielt haben. Anfangs konnte man noch selber umblättern und hat es irgendwann einfach von selbst angefangen. Du warst zu lahm wahrscheinlich, ja. Michi. Scheiße, wieder versagt. Aber das können wir ja alles während dem Spiel noch klären. Ja. Das ist natürlich jetzt die Fortsetzung von Metal Gear Solid Peace Walker. Richtig. Für die PSP und gab es neulich auch für die großen Konsolen. Ich habe es auf der Xbox 360 das erste Mal gespielt. Ich habe es damals auf der PSP gespielt, genau. Told us everything. Don't worry, I kept my word. He didn't suffer long. Here. You earned it. Was
Was hat der da für einen Stecker in der Brust? Jetzt warte doch mal ab. How's it feel to play the traitor? No more war games. You're a real man now, soldier. Give my regards to your boss when you get home. Da lacht das Nerdherz natürlich, wenn jetzt Here's to You kommt. Ich habe geweint damals. Das wirkt irgendwie eine abgewandelte Version von dem, was man bisher irgendwie vorab schon so auf Messen gesehen hat, oder? Also ich kann mich nicht erinnern, die Szene genau so schon mal gesehen zu haben. Ich auch nicht, nein. 10 days ago we got reports that Paz was still alive. She survived. She was rescued by a Belizean fisherman who found her drifting in the Caribbean. So what's the plan? Silence her before we're compromised? No. I've got something else in mind. Our friends at Cypher suspect Paz could be a double agent. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Black site. Nice. A slice of American pie on communist soil and out of U.S. legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Paz's leak. We're an army without a nation. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved is bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows the true nature. Right. Paz is our only link to Cypher. If she's still alive, we need her on our side. Who's the other target? That would be Chico. He's being held in the same area as Paz. Last radio contact was 40 hours ago. Find them both. Bring him back alive. Enter the compound from the south cliff. Secure Chico and Paz, then report back from the rendezvous point.
We'll send a chopper from across the Cuban border. You should be back at Mother Base in time for lunch. You'll probably just miss our guests. The only catch is you go in solo. The politically sensitive nature of the mission means backup is not an option. Fine. I like some alone time now and then. Also ein This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Before you go any further, use your binoculars to recon the area. What do you see? Press the call button to get more intel. There's a door in the fence. Aha. Es wird eine Zeit lang dauern, bis ich nicht jedes Mal, wenn ich Kiefer Sutherland höre, Jack Bauer im Ohr habe. Ja, absolut. Also ich muss sagen, ich vermisse David Hayter jetzt schon so ein bisschen. Ja, mal schauen, wie sich die so machen. Also, dass gerade eben die beiden, die sich unterhalten haben, waren eben Snake logischerweise und Kaz, Kazuhira Miller. Wir müssen noch erklären, was Mother Base ist vielleicht. Müssen wir noch erklären. Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich fand das Intro gewohnt bombastisch inszeniert. Ich habe dich unterbrochen, pardon. Nee, macht überhaupt nichts. Also, typisch Kojima. Er weiß schon, wie er sich und seine Produkte inszenieren soll und kann. Es gab ja auch ein Wiedersehen mit Chico zum Beispiel. Du hast ja vorhin schon Peace Walker angesprochen. Ja. Also mehr oder weniger der direkte Vorgänger, wenn man das chronologisch betrachtet, das ganze Metal Gear Universum. Moment mal, Pause Screen. Ist das Handbuch? Kann ich denn die. Oh, ist das denn, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist ja falsch. Nee. Was war das denn eben? Das war keine Ahnung. Wo kann ich denn hier Steuerungsoptionen? Ich würde gerne wissen, mit welcher Taste ich mich hinlege. Das war doch früher immer mit Kreis. Das ist es jetzt nicht mehr. Ich kann ja mal, während du da rumprobierst, kann ich ja kurz zur Chronologie was erzählen. Ja, mach mal. Was hältst du davon? Mach mal. Also, damit vielleicht diejenigen, die das Ganze jetzt noch nicht so genau zuordnen können, also die nicht so fest im Metal Gear Universum verwurzelt sind, mal ein bisschen besseren Überblick bekommen. Also das Ganze ging los mit Snake Eater. Das ist quasi der erste Teil der Metal Gear-Reihe, gefolgt von Portable Ops und dann eben Peace Walker, spielt 1974. Und der direkte Nachfolger ist jetzt eben Ground Zeroes, spielt 1975. Mhm. Phantom Pain, das uns ja im Sommer aller Voraussicht nach erwartet, spielt dann 1984. Und dann geht es weiter mit Metal Gear, also quasi dem allerersten Serienteil. Sprich, The Phantom Pain ist die Vorgeschichte zum allerersten, also der neueste Serienteil ist die Vorgeschichte zum allerersten Serienteil. Crazy. Für, war es der Famicom? Nein, ich glaube, es erschien sogar auf einer anderen Konsole noch, oder? Bin ich mit... Ah, das... Jetzt habe ich schon irgendwas falsch gemacht. Ich bin schon ertappt worden. Das ging ja schnell, Michi. Was ist denn das? Ich wüsste gerne, wie ich mich hinlege, aber... Warte mal, ich gucke jetzt hier nochmal kurz in das... Das ist es schon mal nicht. Ich gucke jetzt hier nochmal kurz bei... Hast du auf den Bumper schon mal gedrückt? Ja, eigentlich schon. Steuerungstyp.
Ach, guck mal hier. Siehst du mal. So. Siehst du denn da irgendwo hinlegen? Bewegen, sprinten, nachladen, Haltung ändern. X vielleicht? Hm. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ja. Ich wollte doch niemanden umbringen. Ich will eigentlich die ganze Zeit die Schlafpistole nehmen. So habe ich nämlich Peace Walker auch schon. Der ist ja jetzt erstmal hier befriedet, oder? Das heißt, du bist wirklich so der... Droid to check all sorts of operational data. The map, objectives, the target's locations. It'll help a lot if you let it. Das heißt, du bist wirklich so der Metal Gear Schleichspieler, ja? Macht das total Spaß. Also ich habe auch im Peace Walker war es ja auch sehr sinnvoll, die Leute nicht umzubringen, weil da gab es ja diesen albernen Ballon, mit dem du ja jeden sofort vom Feld weg rekrutieren konntest. Ja. Und da hattest du ja da war auch dieses Minispiel mit Mother Base, das man da aufbaut. Und da war es ja besser, wenn man die nicht als Tote eingestellt hat, sondern wenn die noch zu gebrauchen waren. Schön war aber, wenn man bei Peace Walker Big Boss erschoss, dann gab es doch dieses komische Zeitkontinuum-Dingsbums. Sie haben ein Paradoxum erschaffen. Ich kann das nur bei... iDroid, okay. Das ist wohl Target Location. Wir sind hier. Also eigentlich hier so vor. Was ist hier? Landezone. Was ist das? Landezone. Okay, also versuchen wir es auch mal davor zu kommen. Ich kann bei Snake Eater war es, bei Snake Eater, wenn ja, genau, du, wenn du Ocelot versuchst. Ocelot war es, genau. Genau, du bist ja selber Big Boss. Falsches Spiel, falscher Charakter. Alles vertan. Ja, vertan. Wir müssen vielleicht noch erklären, wer Pass ist. Tu es. Pass war in Snake Eater, in Peace Walker, ursprünglich der Grund, warum Snake diese Mission, um die es da eben geht, annimmt, weil sie eben anfangs so ein hilfloses Mädel ist. Mhm. Die vorgibt, eben unbedingt Snakes Hilfe zu brauchen, und außerdem lockt sie ihn mit einer Tonaufnahme von The Boss, also sein... Eyes open, Boss. Was ist das? Achso, das kann hier so spicken. Also seiner Mentorin, die er selber töten musste, traurigerweise. Und Pars stellt sich dann, das ist halt so ein kleines Mädchen, hinterher... Aber erst nachdem man dieses ätzende New Game Plus rumgefarme gemacht hat, also wahrscheinlich ein Teil des Spiels, den nur 10% dieses Spielen überhaupt sehen, ja, stellt sich hinterher als die fiese Doppelagentin raus. Wer hat mich da gesehen? Wer sieht mich denn da? Hinten hinter dem Zelt. Du schaust. Ach, der hat da gerade hingeleuchtet. Ist da noch wer? Feinde hat das Gebiet verlassen, okay. Hinterher stellt sie sich halt als die Böse raus. Und die will ja dann Metal Gear klauen und schafft das auch. Und dann muss man die ja bekämpfen und dann ersäuft sie vermeintlich. Und jetzt haben wir eben gehört, irgendwie Fischer haben sie da aus dem Meer gezogen. Okay, ist eigentlich nur hier noch weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt... Weil da ist alles so hell. Weißt du, der dreht sich um? Oder soll ich mal versuchen, den einfach mit der... Also, ich weiß nicht, würdest du jetzt direkt über die Straße latschen wollen? Das ist halt noch beschissener, das ist halt alles hell. Ja, aber jetzt kannst du es doch wagen. Hopp, 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 hopp. Oh, das ist alles voll mit Stacheldraht. Gibt's denn? Weitester Kopfschuss. Kann ich den jetzt mitnehmen? Auf. Ist denn hier Gebüsch? Du warst doch gerade im Busch vorhin. Ja, aber das ist ja so weit. Ich kann ja da ist doch ins Gebüsch. Da jetzt sagt der gute alte Busch. Die Regeneffekte übrigens super hübsch, finde ich. Ja. Kann man schon machen. Wo gehen jetzt hin? Am besten Kreis drücken. Ach so. Man muss erst aufstehen und dann. Ja. Da. Jetzt wacht er nachher im Busch auf und denkt sich, Momente mal. Ja, Momente mal. So. Kann ich mich denn so an die Ecke? Ach, das macht er von selbst. Okay, da ist einer. Guckt der gerade? Der guckt von hinten. Kann ich den jetzt hier so Sam Fish auch, dann gucken aber die anderen auch. Ja, alle. Ich würde, genau, warte mal lieber, bis der weg ist rechts. Ja, und Chico, den wir eben schon gesehen haben mit diesem komischen Stecker in ja, der Brust. Ja, was hatte der da in der Brust? Keine Ahnung, das hat er im letzten Spiel noch nicht. Und da war ja eher so ein, wie sagt man, so ein... Get that duty and kiss your break time by me. My buddy was crying on my shoulder about it. But that place has been dead for years. Now we got these, I don't know who's bringing in enemy combatants from the States.
right. And the CO is tearing his hair out. I feel like I'm living in a prison, man. Das ist doch hier auch ein Gefängnis, Ken. Naja, wenn ich es ihm nicht sag, dann würde das bestimmt. Glaubst du, kannst ihn direkt jetzt hinter dieser Welle blechen? Nee, kannst du nicht, weil er geht weg. Tschüss. Aber möglicherweise guckt denn hier jemand. Aber wenn ich jetzt hier rüber, könnte klappen. Oder du bist auch aber nicht. Auch, das war jetzt aber auch Quatsch, Michi. Guck mal, der hat mich schon wieder, hat schon wieder das Interesse verloren. Und wenn jetzt der Suchscheinwerfer schwenkt der, ja. Ja, jetzt. Und weg. Ist aber nett, dass das Spiel hier so verzeihend ist. Guck mal, unseren iDroid. Das ist auch ganz schön krass, oder? Für den 70er Jahren so ein Holo-Projektions-Dings. Das ist auf jeden Fall mega krass, ja. Wer dieser... Die wilden 70er. Oha. Was ist hier? Ach, das ist nur... Ach, der da unten. Oh, 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 oh. Das ist ja blöd. Das ist ja sehr blöd hier. Ei. Ich müsste eigentlich mich da vorne an die Kiste, die mich hinstellen müssen. Kommt der jetzt? Kommt hier wieder wer? Also der Zollbeamte lief eben nach links. Da ist er. Jetzt kommt der. Ja, der sieht dich doch nicht. So geht. Stopp. Das ist ja neu, ne? Es gibt ja hier den Soliton Radar wohl gar nicht mehr. Mhm. Es gibt jetzt nur noch, gucken Sie mal. Ja. Und eigentlich, was ich auch mal machen müsste, was ich aber noch nicht so recht check, wie das funktioniert, ist... Ach, was ist denn jetzt? Hier von der Seite noch was? Man kann ja Leute auch mit dem Fernglas markieren. Dann probier das doch mal. Moment mal. Was ist das? Was? Wo? Ach, ja, da, genau. Da durch. Was soll das denn? Was sind das? Der hat nämlich jetzt dadurch gesehen. Hallo? Meine Kugeln durchdringen diesen Stofffetzen nicht. Jetzt ist jetzt hier Alarm, oder was? Das ist doch scheiße. Jetzt ist Achterbahn im Gefängnis. Ach du dicker Harry. Laufen wir erstmal davon. So, und drüber über die Rüben. Achtung, Kakteen. Wäre ich die denn jetzt wieder los? Das ist ja jetzt doof gelaufen. Ich glaube, dass. Also, ich befürchte, hier wirst du die nicht mehr los. Ich würde mal die Beine in die Hand nehmen und einfach ein bisschen wegfetzen. Zum nächsten Grenzposten. Kann ich hier einfach irgendwo in die Heide fliehen? So, doch. So doch, und jetzt ich denke, einfach mal hin. Und rein ins Gebüsch. Warte mal, was ist denn hier unten? Kannst du ins Wasser eigentlich? Ich versuch's gerade. Ich versuch's mal eher so in Richtung. Es ist schon wieder Ruhe. Gut, Gott sei Dank. Ja, ich wäre mir nicht so sicher. Schießen die da noch? Gucken. Die Buben, ja. Mann! Die haben aber richtig Bock auf Stress jetzt. Mhm. Lass nicht so schnell locker. Was ist denn hier? Leider nichts. Erwischt. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum sie schießen weit auf dich, verfolgen dich aber nicht. Also du bist inzwischen ein paar hundert Meter entfernt, da ist jetzt mal einer. Ach, jetzt kommen sie. Ist ja nicht so gut. Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn du dich jetzt fallen lässt. Oh, so geht's nicht. Ja. Snake schwimmt nicht. Aber so sind wir wenigstens die Verfolger los. Sorry, aber wir sind die Verfolger los. Top. Ja. Das muss man sehr viel vorsichtiger spielen. Ich dachte, dass ich da jetzt einfach. This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Ja, ach, danke, Kass. Warte mal, ich kann doch jetzt hier hoch. Hier geht das hoch. Kazuhira Miller kennt man ja auch aus der Metal Gear Solid Serie. Ich denke, die meisten so in unserem Jahrgang sind wahrscheinlich mit Metal Gear Solid für die PlayStation 1 damals eingestiegen. Genau. Und vermeintlich kennt man ihn aus diesem Spiel. Aber, wie sich später herausstellte, war es ja gar nicht Miller, der einen über... Funkanweisungen gab, sondern es war Liquid Snake. Die Sau. Dieses miese Dreckschwein. Denn, darf man sagen, was mit Kazuhira Miller eigentlich bei Metal Gear Solid los war? Ja, kann man sagen. Er war tot. Ja.
Ja, man hat ihn dann, glaube ich, in Alaska oder so in der Hütte gefunden. Ja, aber das passiert ja dann auch, also diese Offenbarung passiert dann erst während dem Spiel so. Dann funken die rein. Ja, ja. Snake, der dich die ganze Zeit hier beraten hat, ist eigentlich ein Betrüger. Ja. So, jetzt liege ich hier oben und habe davon erstmal gar nichts. Jetzt nehmen wir erstmal hier das Fernglas. Wie tagge ich denn jetzt hier Leute? Das wäre echt mal wichtig, weil dann bleiben die nämlich so mit so einem roten... So, dann kann ich jetzt hier... Ach, guck mal, einfach nur draufhalten. Das war leicht. Ja. So muss man das spielen. Try it, Michi. Ja. You can do it. Das ist der gleiche Sprecher, oder? Da kommt mir so wie der letzte, wie im Major Miller. Ja. Da ist noch einer. Ja. Ich sehe hier gerade nichts mehr. Was nicht heißen muss, dass ich es nicht trotzdem noch verkacken kann. So, wenn der jetzt wegguckt und der Suchscheinwerfer hier weggeht, dann geht's ab, die wilde Hatz. Gambo. Du willst es aber auch immer gleich sofort wissen. Mach doch mal so peu à peu, Michi. Nee. Nee, hat er keinen Bock drauf. Kannst du da in die Tür rein eigentlich? Ausprobieren. Vorsicht, bitte. Geht das auch? Nee. Nee. So, jetzt sehe ich den hier durch. Kann ich den jetzt, wenn ich jetzt hier hochkraxel, kann ich doch bestimmt dann noch darüber springen als nächstes. Dann sind wir wieder an meiner geliebten Straße. Gibt es denn keine alternative Route? Weil das hat ja vorher nicht so gut geklappt. Nee, hast du recht. Soll mal eher mal in die Richtung versuchen. Ja, geh doch mal links an dem Haus vorbei. Also an der blauen Tür, wo du eben warst. Da wieder hier und so hier. Aber da ist ja der Suchscheinwerfer. Ja, aber das ist ja nur der Suchscheinwerfer. Ach, mal, und den kann man ja ganz gut im Blick behalten. Schau mal, da unten durchkriechen. Ah. Wie der Ratz es da schon vormacht. Der Ratzekopf. So. Jodele mit am Jodele. Das schaut doch gleich viel besser aus. Wechsel die Kamera auch wieder auf Ego-Perspektive. Wie früher. So, jetzt mach die erstmal locker. Verstehe ich das richtig, dass die zwei roten Kreise unsere Zielorte sind? Die roten Kreise sind hinterher die Landezone. Wir müssen hier hinkommen. Ach so. Und soweit ich das verstanden habe, müssen wir eben, wenn wir diese Geiseln dann mal haben, können wir sagen, Hubschrauber komm hier hin oder Hubschrauber komm hier hin. Ich verstehe. Und dann kommen wir wieder raus. Gut. Aber jetzt... Also wir müssen uns rechts halten. Ich möchte trotzdem mal... Ach, halt. So, da muss auch einer auf Posten sein. Nein. Was ist das? Ein Hydrant. Oh ja, verdächtig. Nehme ich in Acht vor dem Hydrant. Das ist hier Warnung vor dem Hunde. Nee. Warum ist denn hier oben keiner drin? Das ist doch... Ja, das ist doch gut für dich. Aber das ist doch verdächtig. Da stimmt doch was nicht. Verdächtig! Der ist hier hintergelaufen. Oh, guck mal, da oben ist einer. Ja, das ist immer noch der gleiche, Michi. Du bist aber auch nicht bei der Sache gerade, mein Freund. Nee. Ja. Bin so nervös. Ja. Bin tatsächlich auch ein bisschen nervös. Also jetzt geht's. Ich habe noch nie ein Let's Play gemacht. So, jetzt warte mal... Das mit dieser Straße ist halt scheiße, weil auf Straße kommt Auto und Auto ist ja nicht so gut. Warte mal, kann ich denn... Ich muss mich hier kurz in den Schatten, dann gucken wir auf dem iPhone nach. Wir müssen eigentlich viel mehr so... Du musst nach rechts, oder? Da so hin. Ja. So. Jetzt kriechst du mal schön über den Zebrastreifen. Ich darf aber fahren werden. Damit die Straße nicht voll Snake geht. Snake? Ja, Snacke. Ja. Geht's eigentlich auch so immer, wenn du so ein, wie nennt man diese Fahrzeuge nochmal? Gabelstapler. Ja. Wenn du so einen Gabelstapler siehst, musst du dann auch immer an Shenmue denken? Ja. Toll. Monate damit verbracht, Gabelstapler zu fahren. Mit Shenmue. Monate. So. Ich drücke immer die falsche Taste. Ja, weiß ich doch. Wie ging das mit dem der Cookie? Wie geht der so hin und dann? Ach so. Sag mal, ist das eigentlich ein gewollter Wortwitz, iDroid? Also so ein Mischmasch aus Android und irgendwas? Dieser Kojima. Dieses Schlitzohr. Ein Teufelskerl. So geht das aber nicht. Da vorne hat sich doch was bewegt. Absolut gar nicht. Ach. Oh, da ist er. Weg. Das
der andere. Meine Taktik ist jetzt einfach, jeden, der auf dieser Basis arbeitet, einmal filmen und dann die Mission machen. Das könnte funktionieren. Ob dieser Plan aufgeht, erfahren wir in der nächsten Folge von Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dann.